In diesem staubigen Landstrich im Norden der Elfenbeinküste haben die Bewohner gute Erfahrungen mit ausländischen Investoren. In der Nähe gibt es eine Goldmine, die der südafrikanische Konzern Randgold ausbeutet. Seit 2010 hat das Unternehmen umgerechnet mehr als 4 Millionen Euro in die umliegenden Gemeinden gesteckt. Auch der Premierminister ist überzeugt von der Kooperation. Ihr wolltet einen Wasserturm. Ich habe mich an den Chef von Randgold gewandt und er sagte, kein Problem, wir bauen einen. Dank Randgold haben die Gemeinden hier heute Strom, Trinkwasser, Schulen und Krankenstationen. Außerdem beschäftigt die Mine rund 1600 Mitarbeiter. Doch in 6 Jahren soll sie schließen. Keine gute Nachricht für die Menschen hier, die die Landwirtschaft aufgegeben haben, um in der Mine zu arbeiten. Die jungen Leute müssen richtig ausgebildet werden. Und zwar in mehreren Stufen für die Tierzucht oder für die Fischzucht. Randgold muss die Initiative übernehmen. Wenn der Konzern verschwindet, müssen wir irgendwie unser Leben bestreiten können. Randgold teilt die Bedenken. Wir konzentrieren uns auf die Agrarindustrie. Wir haben ja schon dafür gesorgt, dass Strom und Wasser zur Verfügung stehen. Was braucht ihr denn noch? Inzwischen hat das Unternehmen in der Nähe mehr Gold gefunden. Der Boom im Norden der Elfenbeinküste könnte also noch einige Jahre weitergehen.